Ja, Leute, ich weiß jetzt noch, wo der letzte Boss ist. Und dann ist das DLC wirklich schon beendet. Ich habe jetzt alles nachgegoogelt. Oder beziehungsweise nachgeguckt. Es ist derselbe fucking Trick wie beim letzten Mal schon. So. Ja, dieselbe Scheiße nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass sie echt zweimal die gleiche Sache benutzen. Deswegen bin ich auf die Idee nicht gekommen, die Brücke kaputt zu machen. Aber ja, so komme ich nämlich da runter zum Kolosseum. Autsch. Na, scheiß auf den Soldaten. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet, dass ich so dumm bin und dann auch noch da sterbe. Aber ja, auf jeden Fall, das ist jetzt der Weg noch zum nächsten Boss. Der ist auch genau vom Kolosseum, wie ich gesehen habe. Und dann war es das schon vom DLC. Es ist wirklich echt so kurz, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin echt sprachlos. Und ich hatte schon Angst, dass würde mir meine anderen Projekte in die Quere kommen. Dark Souls, dass ich so lange brauchen werde, aber. Ja, das ist geil. Das heißt, ich werde jetzt hier das Dark Souls DLC beenden mit dem Part. Schätze ich mal. Oder vielleicht kommt noch ein nächster Part, je nachdem, wie dumm ich mich jetzt anstellen werde. Und ja. Und dann kommt eigentlich im selben Tag noch World of Final Fantasy die ersten Parts. Schätzungsweise. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich den dann nicht schon wieder runterfliege. Okay, diesmal hat's geklappt, ohne dass ich mich allzu dumm angestellt habe. Ach, wieder im Feuer und Bogen spaßt, hä? Ich habe ihn auch schon gefunden, von wo er schießt. Aber ist mir egal. Ich will nur noch zum Boss. Alles andere interessiert mich gerade gar nicht. Au. Vorsicht, Distanzkampf. Wow. Komm, 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 ein Angriff. Geht doch. Oh, ich sehe da hinten Leuchtfeuer. Ist das eine Krabbe? Ach, wisst ihr was, das interessiert mich gerade nicht mal. Wenn es eine Krabbe ist, eine Eiskrabbe wahrscheinlich. Dann mache ich die jetzt eh kaputt.
Ja, Mann, das ist echt eine Eisgrabe. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Woher zum Teufel kommt die zweite Krabbe her? Okay, ich bin down, aber das juckt mich jetzt nicht so ab. Da Gott sei Dank das Leuchtfeuer gerade eben da war. Aber, what the fuck, wo kommt die zweite Krabbe her? Wäre es jetzt nur eine gewesen, hätte ich die einfach gebatscht, da wäre jetzt kein Problem gewesen, aber so ist richtig kacke. Mir ohne Spaß, wo kamen die her? Okay, das ist eine. Ah, und da ist die zweite. Die taucht einfach so eiskalt auf. Ja, komm her. Gibt's nicht. Das ist so eine Hochgrappe. Vielleicht muss ich das Großschwert mal wieder einsetzen. Die Frage ist, bringt's mir überhaupt was, die Krabben umzubringen? Ich habe jetzt nämlich nicht gesehen, dass da hinten irgendwie ein besonderes Item sein sollte. Ich kack einfach mal auf die Krabbe und lauf einfach dann nach unten. Okay, die Krabbe verfolgt mich bis hier nach hinten, oder was? Blitzgefrieren. Okay, hier ist ein Item gewesen. Hat mindestens einen Grund gehabt, wieso es die Krabben da gab. Und eine Leiter? Eine Leiter? Das Gute ist, nach unten geht viel schneller als nach oben. Aber wo bringt mich die Leiter jetzt hin? Ah, an die eine Stelle, wo ich nicht vorher kam, gell? Ist da auch noch ein Item? Noch eine Leiter. Das ist halt der Weg zurück.
Schätzungsweise. Geflügelmann, Geflügelmann. Ich bin hier in Daxas und hab das Kostüm des Geflügelmann, Geflügelmann. Titanitscholle. Ja. Okay, und da es mir viel zu lange dauern würde, machen wir es eher so, dann komme ich beim Leuchtfeuer raus und dann kann ich gleich zum Boss gehen. Weil die Ladezeit ist viel kürzer, als dem Weg wieder da nach hinten zu latschen. Naja. Jetzt bin ich aber gespannt. Sehr viele Blutflecken. Boah, muss mich mal wieder heilen. Was für ein cooles Schild, Alter. Erstmal den Kackwolf mal killen. Oh. Oh shit! Aua. Das war klar. Das war so klar jetzt. Mann! Viel zu spät. Ich hätte schon aktivieren sollen, bevor der scheiß Wolf kam. Im Prinzip ist der große Wolf eigentlich das Hauptproblem. Aber warte mal, warte mal. Das ist jetzt der Boss? Und das war's dann? Zwei Bösse? Es hört sich so an, als würde ich mich nur beschweren. So ist es nicht. Ich finde dieses DLC cool. Also das ganze Feld hier ist geil. Aber ich habe irgendwie mehr erwartet, muss ich sagen. Gar kein Nebel. Das heißt, es geht direkt gleich wieder los. Diesmal gehe ich von rechts. Okay. Jetzt komm. So knapp. Ja, ich hab ihn. So, Wolfi. Ich und du. Sobald ich sehe, wo du bist. Ist der Kackwolf besiegbar? Ah, so viel dazu. Shit.
Oh, hat aber eine übelste Kacke. Verteidigung. Na, aber wenn ich jetzt das auch noch dran mache, muss ich ihn Kampf fisten. Okay. Ich habe aber jetzt nicht damit gerechnet, dass ich gleich tot bin. Kommt da noch einer? Okay. Nee, da kommt keiner mehr. Das war's. Jo. Ich glaube, Leute, das war's vom PC. Jetzt aber wirklich. Ja. Meister Graal Peter. Ich gehe jetzt noch dahin und laber noch kurz mit der Tussi da oben und dann noch mit dem einen Typ von Anfang an. Aber ich glaube, das war's dann. Nee, das war's auf jeden Fall. Es gab nur zwei Bösse. Steht im DLC drin, zwei Bösse. Das waren jetzt zwei Bösse. Wobei der andere viel schwerer war. Ich meine, den habe ich jetzt meinen zweiten Strike hier schon geschafft. Die Fotze, die ging mir richtig auf den Sack. Aber man muss auch zugeben, das waren drei Kämpfe hintereinander. Na, was hast du jetzt noch zu sagen? My thanks. I can almost soon. I wonder if he has found it. The dark soul of man. The dark. I want the dark. I want the dark soul of. I wonder if Uncle the Dark's. Okay. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch zum Anfang an Typ hin. Und dann gucke ich noch, ob der eine Typ jetzt zurück ist, der mich überhaupt in diese Welt geschickt hat. Und dann war's das. Mit dem DLC. Und wenn ihr diese Videos seht, kommt wahrscheinlich am selben Tag noch World of Final Fantasy, der erste, zweite und dritte Part wahrscheinlich. Ich bin jetzt echt erstaunt. Ich habe das jetzt echt in, naja, sagen wir mal, 3 Stunden geschafft. Ohne ein Level hochzukommen, weil ich jedes Mal meine Szene verloren habe. Quick. Hast du verdient. Pisser. So, jetzt noch kurz hier hin. Nein.
gar nichts. Okay, Leute, das war's vom DC. Ich werde jetzt nur kurz noch die Seele eintauschen. Aber das Löwenschild finde ich cool. Das will ich jetzt auch eigentlich auch gleich ausrüsten. Beziehungsweise ist ein Wolfschild. Sieht aber auch aus wie ein Löwe. Mindestens beim Kampf habe ich nicht richtig hinschauen können. Ich habe einfach nur ein Bestie-Viech gesehen. Achso, ich habe gar keine Seele dafür bekommen. Wo ist denn das Schild jetzt? Hä, ich war mir doch ziemlich sicher, ich habe ein Schild von dem bekommen. Das ist es nicht. Warte mal, was habe ich jetzt eigentlich für Items bekommen? Warte mal. Achso, die Untoten-Matches. Stimmt, das ist ja noch neu. Ich kann jetzt PvP machen. Das könnt ihr vergessen. Das nehme ich nicht auf. Ich mag PvP in Dark Souls einfach null. Ich meine, ein schöner Gimmick, dass es das gibt, aber... Wayne. Ja. Cool. Auf jeden Fall, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Warte mal, was steht denn da? Geil. Okay, Leute, ciao.